Einen wundervollen Tag, Patrick hier. Im Rahmen meiner Analogfotografie-Videoreihe kommen wir jetzt mal wieder zu einem wunderschönen älteren Schätzchen. Und ihr habt es unten eh schon gesehen, aber um welche Kamera es sich handelt. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran, wie immer. Heute im Gepäck habe ich die Balder Rollbox. Eine wunderschöne 120. Quatsch, ich muss hier anders anfangen. Eine wunderschöne Boxkamera, fangen wir doch ganz einfach an. Sieht man ja auch, gell? Hier. Für 120er Rollfilm. Aufnahmeformat ist 6x9, also 8 Bilder kann man damit schießen. Brennweite wird wahrscheinlich 75 mm sein, so wie immer. Und die Blende schätzt man auf eine Blende 11, so viel ich jetzt nachgelesen habe. Hat zwei Brillanzsucher, einmal hier oben und einmal hier für Breit- und Dingaufnahmen. Also Hochformat und Querformat. Was gibt es noch zu der Kamera zu sagen? Ja, eigentlich nicht viel. Boxkameras waren sehr, sehr simpel gebaut. Einfaches Blech mit schönem Lederbezug. Kunstleder? Nein, weiß nicht. Und Miezekatze ist auch da. So, Pipi, jetzt gehst du mal auf die Seite. Ich weiß, schwarze Kamera, schwarze Katze. Naja, auf jeden Fall war das damals Anfang der 30er. Ich glaube, ab 1932 wurde die gebaut. Als günstige Alternative zur Agfa-Box geplant von der Firma Balder. Und ich glaube, der Preis damals belief sich auf 4 Reichsmark. Also soweit habe ich mal jetzt rausgelesen. Gut, braucht uns heute nicht mehr interessieren. Reichsmark gibt es nicht mehr. Gerät wird einfach aufgeklappt. Was steht denn da noch drin? Für diese Kamera Lomberg MS Film B2, 8 Aufnahmen. Ist immer ganz interessant, wenn sowas drin steht. Gell? Also, um den Film einspannen zu können, wird hier, ich sag mal, die Transportspule oder was rausgezogen. Und ihr könnt schon sehen, dann kommt der Rest des Metallgestells raus. Habe ich sehr eindrucksvoll gezeigt. Wunderschöne Holzspule, sowas mag ich immer ganz gern. Also auf Deutsch kann man sagen, wenn das Ding so reinkommt, haben wir da nämlich schon die Geberspule, die Nehmerspule auf der richtigen Seite. So, hier kommt dann der fertige Film oder der volle Film rein, wird hier rüber gespannt und dann hier reingezogen. Wir kennen alle das Prinzip. Und dann schiebt man das alles wieder rein. So, macht wieder die Spule rein und dann kann man Deckel wieder schließen und das Fotografieren und der Spaß kann losgehen. Das werden wir jetzt auch machen. Ich hau jetzt den Film rein und dann sehen wir uns dann wieder. Jo, ein Bild habe ich sogar schon gemacht jetzt hier mit dieser wunderschönen Boxkamera. Ja, es ist schon wieder eine Umstellung. Also von, sag ich mal, Spiegelreflexkameras oder sonstigen Kleinbildkameras wieder mal eine Boxkamera in der Hand zu haben. Das ist natürlich schon schön. Und ja, sie funktioniert ganz gut. Mein Gott, wissen wir jetzt nicht, wie die Bilder werden. Als Film habe ich übrigens einen Formapan 400er. Es ist zwar heute recht schön, allerdings, wir wissen ja selber, mit der Verschlusszeit und dann ist doch teilweise ein bisschen, sag ich mal, dunkler oder ein bisschen schattiger. Also da kommt der B auf der sicheren Seite. Jo, leider muss ich die Kamera hier wieder abgeben, weil das ist nur ein Ausleihgerät in dem Fall. Die gehört dem Steffi, oder Steffis Papa. Und ja, darum habe ich das erste Bild gleich mal von der Steffi gemacht. Und das will ich ihm dann ausdrucken und das kriegt er dann, dass er auch mit seiner Kamera, sage ich jetzt mal, auch ein Bild bekommen hat. Dass er auch weiß, dass sie funktioniert. Sofern sie natürlich was werden, die Bilder. Ja, nichtsdestotrotz, Steffi ist jetzt gerade bei der Physio und ja,
wir gehen auf Entdeckungsreise. Jo, die ersten vier Bilder sind sprichwörtlich im Kasten, in der Box, wie auch immer, auf Film gebannt. Gut, wir waren noch schnell beim Rede. Das ist hier eine Metzgerei aus Innenstadt. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht ganz günstig, aber macht echt einen der besten Leberkäse im Allgäu, muss man fast schon sagen. Ja, nichtsdestotrotz, gut gegessen habe ich. Und jetzt, wie gesagt, vier Bilder sind schon im Kasten und jetzt schauen wir mal, was wir mit den nächsten vier machen. Vielleicht entdecken wir was, weil ich habe mir heute vorgenommen, ich gehe jetzt einfach mal, schau mal, durch Innenstadt. Ich habe eh noch Zeit. Wie lange habe ich denn noch Zeit? Boah, gute halbe Stunde. Da kriege ich doch schon wohl vier Bilder werde ich schon zusammenkriegen. Nee, aber meine Idee war, ich gehe, sag ich mal, an Locations, wo ich schon geraume Zeit nicht mehr war. Also wo ich schon länger nicht mehr war. Und schau mal einfach mal, was wir dann für schöne Bilder machen. Ich melde mich später wieder. Jo, guten Morgen. Einstweilen ist der nächste Tag. Meine GoPro hat ein bisschen gesponnen gestern. Ich weiß nicht, was los war. Auf einen Schlag war der Akku weg. Darum konnte ich da jetzt nicht wirklich was machen. Das letzte Bild habe ich auf jeden Fall auf dem Friedhof aufgenommen. Aber, ja gut, da kommen wir zum Fazit dazu. Das nehme ich dann innen auf. Da hat sich ein leichter Fehlerteufel eingeschlichen, beziehungsweise ich habe nicht richtig geschaut. Aber das seht ihr ja dann, das erkläre ich ja dann in Ruhe. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Fazit wieder. Und ja, bis dann. Jo, back in action. Und jetzt zum Fazit der wunderschönen Balder Rollbox. Wie gesagt, leider nur eine Leihgabe. Würde sich schön in meiner Sammlung machen, ist aber so. Macht nichts. Ja, was ich noch sagen wollte, genau zu dem Fehlerteufel, der sich eingeschlichen hat. Ich wollte eigentlich ursprünglich gestern so eine schöne Jesusfigur fotografieren. Habe ich schon mal vor ein paar Jahren. Gefällt mir immer wieder ganz gut. Ich bin zwar kein Christ, macht aber nichts. Aber durch diesen Sucher, ich konnte es nicht richtig fokussieren. Ich meine, machen wir mal kein Hehl draus, die Kamera ist hundsalt, ich sag mal fast 100 Jahre alt, also um die 90 Jahre rum hat sie auf dem Buckel, 92, wenn man es ganz genau nimmt. Und ja, da ist natürlich klar, der Sucher auch ein bisschen eingetrübt, staubig, ja, teilweise vielleicht sogar ein Pilzbefall, kann die zwar jetzt so nicht sehen, aber ja, es ist halt einfach, es ist alt. Brauchen wir nicht diskutieren. Gut, aber alt heißt ja nicht gleichzeitig schlecht. Ihr seht es ja an mir, ich bin ja so auch schon alt. Und bin auch nicht schlecht. Nee, Quatsch. Die Bilder sind in Ordnung, muss man ehrlich sagen. Wie gesagt, eine über 90 Jahre alte Kamera und die Bilder sind in Ordnung. Ich finde sie nicht schlecht. Ein bisschen unscharf teilweise und auch jetzt hier, sag ich mal, von der Kontraste her nicht so ganz gut. Alles schick. Aber gerade das macht es auch ein bisschen aus und muss ich ehrlich sagen, hat einen gewissen Charme, seien wir doch mal ehrlich. Naja, sei es drum. Mir hat es Spaß gemacht damit zum Fotografieren. Ich gebe die Kamera dann Steffis Papa wieder zurück. Jo, danke auf jeden Fall für die Leihgabe, falls ihr das Video seht. Und ja, falls euch das Video gefallen hat und ihr mal wieder Lust hattet, mal eine schöne Boxkamera mal in die Hand zu nehmen. Die kosten auch nicht mehr die Welt. Ich sage jetzt mal 10, 12 Euro vielleicht oder 15 Euro, aber dann war es das schon. Es gibt natürlich auch noch Sondermodelle und allen Scheiß. Da zahlt man sich dumm und dämlich, aber muss nicht sein. Auf dem Flohmarkt eine Aquabox, sag ich mal, kriegt man für einen 10er nachgeschmissen. Gut,
Dann, wie gesagt, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben ist eh klar. Und wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Und ich wünsche euch gut Licht. Genau. Bis nächste Woche. Ciao.